Danzig, Rettenberg, Rottach, Untermeißelstein, Vorderburg und Wagneritz. 6 Ortsteile, die zusammen die Gemeinde Rettenberg ergeben. Seit 1997 weist sich Rettenberg mit 3 Privatbrauereien offiziell als südlichstes Brauereidorf aus. Die Brautradition reicht hier mehr als ein halbes Jahrtausend zurück. Das Vereinsleben und die Tradition wird hier großgeschrieben. Die Wirtschaft ist weitgehend geprägt durch Kleinbetriebe. Das Motto klein, aber fein macht den Ort hier aus. Wagneritz ist nach Vorderburg der zweitkleinste Ort von Rettenberg. Hier ist Verena Socher zu Hause. Die gebürtige Bad Hindelangerin wohnt seit 7 Jahren hier. Der Liebe wegen ist sie in Wagneritz gelandet. Die Dorfgemeinschaft, wir haben einen tollen Freundeskreis in Wagneritz und viele Kinder. Und es ist schon ein verhaschis Dorf und liegt schon direkt am Gründen. Und ja, da ist Dorfleben halt einfach nur richtig schön. Verena lebt nicht nur hier in Wagneritz, sondern kann hier im Dorf auch ihrem Beruf nachgehen. Sie ist gelernte Friseurin und hat seit kurzem ihren eigenen kleinen Friseursalon. 2015 hat sie ihren Meister gemacht und schon da stand für sie fest, ein eigener Salon ist ihr Traum. Das war immer so mein Traum und genau, dann hat sich was ergeben im Haus, dass wir den Platz kreiert haben und dann hat mein Mann mir den Raum renoviert und mir das alles schön hergerichtet und ja, und hat mir so den Traum erfüllt. Den Salon hier schmeißt Verena allein, sie arbeitet stundenweise. Hauptberuflich ist sie nämlich Mama. Da muss die Zeit gut eingeteilt werden. Da der Salon aber im gleichen Haus ist, in dem sie auch wohnt, macht es die Sache einfacher. Halbzeit Mama, Halbzeit Geschäft, genau. Ich habe 2 kleine Kinder. Anna-Maria ist 5 und der Max ist 3. Und genau, momentan, wenn sie im Kindergarten sind oder der Papa daheim ist, dann bin ich eigentlich im Salon. Und sonst habe ich meine Schwiegermama, also die Oma und Tante im Haus sehr unterstützt die letzten 2 Jahre. Ohne die wäre das wahrscheinlich auch nicht so möglich gewesen, weil die ganz oft eingesprungen sind und die Kinder genommen haben. Genau, es macht mir richtig Spaß. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich in meinen kleinen Salon darf. Das Thema Friseur war in Verenas Familie schon immer präsent, denn auch ihre Mama ist gelernte Friseurin. Schon in jungen Jahren war klar, Verena möchte denselben Weg gehen. Ich finde, das ist eigentlich wirklich ein toller Beruf, das Kreativsein und das. Das ist ein Handwerk, wo man direkt am Kunde ist und ja, wenn man die Kunden dann glücklich macht und sieht, dass man alle Wünsche erfüllt hat, dann ist das eigentlich jedes Mal ein schönes Gefühl zum Sehen, wenn sie gern wiederkommt. Verena hat 2019 das Handwerk einer Friseurin also überzeugt. Viel verdient hat sie damals nicht. Das ist auch ein Punkt, warum Verena glaubt, dass der Friseurberuf nicht der attraktivste Beruf ist. Nach dem Geld ist es mir gar nicht gegangen. Ich wollte das einfach werden, weil das, ja, das war so mein Wunsch. Und denke aber schon, dass der Friseurberuf nicht so attraktiv ist wegen dem Gehalt in der Ausbildung. Also man verdient wirklich nicht viel. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vor 10 Jahren war das auf jeden Fall noch nicht so der Hoppe. Aber ja, man hat eigentlich auch als Friseurin voll viele Aufstiegsmöglichkeiten. Man kann Meisterschule machen. Und gerade so, wenn man dann wirklich mal Mama ist und Kinder hat, gibt es eigentlich keinen besseren Beruf, wo man nebenher von daheim ist oder sonst wo so gut arbeiten kann. Und das muss man einfach auch bedenken, was später mal ist. Und ja, ich liebe meinen Beruf, also ich mache es gern. Bei Verena ist Beruf und Leidenschaft eins. Arbeiten in der Stadt, damit hat Verena nur wenig Erfahrung. Sie schätzt die Arbeit auf dem Dorf. Also für mich ist das Friseursalon auf dem Dorf viel persönlicher und man kennt die Kunden oft schon. Das sind viele Freunde, die kommen und ja, man kennt sich so schon vom Dorf oder überhaupt von der Gemeinde. Und ich denke, das ist alles persönlicher und kleiner und auch ruhiger. Gerade das, was ich mache, wenn man alleine schafft, ist viel ruhiger, wie jetzt in einem großen Laden, wo neben dort noch geföhnt wird und geschwätzt und mehr Krach ist. Und ich denke, das ist auf jeden Fall persönlicher. Ich denke, in der Stadt ist es anonymer alles. Persönlich, gemütlich und flexibel. Das ist es, was das Arbeiten hier für Verena ausmacht. Ein Arbeiten, das sie so schnell nicht aufgeben möchte.
Die Gemeinde Rettenberg liegt auf 807 Meter, direkt am Fuße des Gründens, dem Wächter des Allgäus. Einige Hütten prägen die Landschaft rund um den Gründen. Die urige Neumeier-Hütte liegt auf 1200 Meter. Zwischen dem Adelharz- und Breitensteinlift gelegen ist die Hütte ein beliebter Einkehrort. Seit kurzem haben hier Karina und Jana das Sagen. Die zwei Mädels haben die Hütte seit Dezember letzten Jahres gepachtet. Also wir haben letztes Jahr ziemlich viel Zeit gehabt, weil ja Lockdown war, da haben wir viel miteinander gemacht und dann haben wir gehört, dass da Hütte frei wird. Dann haben wir gedacht, nee, noch nicht, vielleicht mal später. Und im Sommer dann sagt sie, ja, mein Nachbar hat gesagt, die Hütte wird freikommen, die schauen wir uns an. Und dann haben wir uns alles angeschaut und ja, hat gepasst. Sind wir da. Was also für die beiden erstmal keine Option war, wurde dann letztendlich umgesetzt, die Selbstständigkeit. Karina und Jana kommen beide aus der Gastronomie. Zusammen haben sie in einem Gasthaus hier im Allgäu gearbeitet. Also für mich ist es neu. Ich war vorher noch nie auf der Hütte. Ich war im Hotel und auch in der Wirtschaft schon. Und Hütte ist neu. Ich war schon vorher auf Hütten, im Skibetrieb, Sommerbetrieb, Wandern, alles Mögliche. Ich habe da eine große Bandbreite abgedeckt und ja, das eigene Projekt ist halt immer was Schönes. Die Selbstständigkeit hat für Jana und Karina Vor- und Nachteile. Es muss an vieles gedacht werden. Gerade wenn der Skibetrieb läuft, gibt es oft stressige Tage. Im Team funktioniert das bei den beiden aber bestens. Arbeiten unter Stress sind die beiden durch ihre langjährige Arbeit in der Gastronomie gewohnt. Es ist halt ein anderer Stress. Es ist einfach ein bisschen gemütlicher. Und ja, und es ist je nach Wetter. Also wenn halt jetzt Wetter jetzt so ist, dann ist halt einfach weniger los. Dann weißt du, kannst dir ein bisschen mehr Zeit lang für die Sache. Und vorher war es halt, da war immer viel los. Da war einfach Gott was zum Tun. Und du bist gekommen und hast gewusst, du hast jetzt deine 5-6 Stunden und da geht es durch. Und dann ist fertig. Und jetzt haben wir halt den ganzen Tag. Und du kannst das selber einteilen. Das ist eigentlich schon ganz gut so. Was die Arbeit hier oben angeht, wer was erledigt, da wollten sich die beiden zuerst abwechseln. Doch schon nach kurzer Zeit war klar, wem was am besten liegt. Karina arbeitet gerne mit den Gästen zusammen. Jana hat ihren Platz in der Küche gefunden. Der altbewährte Kaiserschmarrn ist für sie ein Muss auf der Karte. Ja, Kaiserschmarrn gibt es halt hier im Allgäu schon welche, aber wirklich den selbstgemachten leider nicht so oft. Das ist dann schon was Spezielles und halt das Selbstgemachte, alles was man selbst machen kann, bieten wir gern mit an. Unter der Woche sind die beiden hier zu zweit. An den Wochenenden gibt es oft Unterstützung von der Familie oder den Aushilfen. Und bei gewissen Sachen bekommen die beiden Mädels auch mal männliche Unterstützung. Gott sei Dank kommt Karinas Papa oft genug auf. Ja, wenn es dann heißt, die Gasflasche muss von A nach B. Das ist schon gut, wenn man einen Mann auch mal da hat. Aber prinzipiell so das Tagesgeschäft, das kann man schon allein stemmen. Das kriegen wir hin. Und zusammen kann man auch so 30 Kilo Gasflasche von A nach B. Oh, aber die ist echt schwer. Ja. Aber wir haben jetzt schon trainiert und es läuft. Uns als Team, wir haben das Wir-Gefühl schon entwickelt. Das ist, man denkt mittlerweile schon an manche Sachen gleich oder ich spreche es dann aus und dann sagt sie, das habe ich mir auch gerade gedacht, das ist schon verrückt. Und ja, es ergänzt sich, weil wir halt verschieden sind, aber trotzdem gleich und das versuchen mit viel Spaß zu machen. Zum Lachen haben wir schon einiges. Und das darf gerade an stressigen Tagen mit vielen Gästen nicht fehlen. Karina und Jana, ein Team, dem es hier auf der Neumeier-Hütte definitiv nicht langweilig wird. Zu den 37 Gemeindeteilen von Rettenberg gehört auch das Pfarrdorf Untermeißelstein. Viel in der Natur unterwegs ist hier Gisela Beitz, besonders zwischen den Monaten November und Februar. Denn da sammelt sie ihre Weiden. Die braucht Gisela für ihre große Leidenschaft, das Weidenflechten.
Die Weiden, die treiben jedes Jahr unbandig. Also die gehen bis zu 2 Meter, 3 Meter wachsen die jedes Jahr. Also die treiben jedes Jahr immens. Und das Treiben soll aber auch so ein bisschen symbolisieren, was als möglich ist mit der Weide. Also mit der Weide flechten, das ist so vielseitig. Man kann da so viele Sachen machen und so viel, man hat so viele Möglichkeiten. Und das soll das auch ein bisschen symbolisieren. Einfach die Vielzahl oder die Möglichkeiten, die man hat mit der Weide zum Flechten. Gisela Beitz hat vor 8 Jahren mit dem Weidenflechten angefangen. Seitdem nennt sie ihre Arbeit und ihr Hobby das Weidentreiben. An ihrem Haus stehen und hängen die unterschiedlichsten Sachen. Alles aus Weiden geflochten, alles selbst gemacht. Dazu gekommen ist sie durch ein Geschenk zu ihrem 40. Geburtstag. Einen Gutschein für einen Weidenflechtkurs. Und dann hat es mich gepackt und ich bin dabei geblieben. Habe mir dann selber Weiden gekauft und habe dann selber erst mal angefangen, so ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen zu flechten. Habe dann aber auch ziemlich bald wieder einen Kurs gemacht und wieder einen Kurs und wieder einen Kurs. Und so ist das immer mehr gewachsen und es sind immer mehr Techniken dazugekommen und einfach auch die Möglichkeiten, die ich dann gehabt habe, immer noch mehr zu machen und verschiedene Sachen zu machen, sind immer größer geworden. Beim Weidenflechten braucht man einiges an Kraft. Was bei Gisela recht einfach ausschaut, täuscht. Ja, beim Flechten braucht man tatsächlich sehr viel Kraft. Das wird man im ersten Moment gar nicht so meinen. Aber je nachdem, was man flechtet, braucht man mehr oder weniger starke Weiden. Bei einem Holzkorb zum Beispiel, da brauche ich ziemlich starke Weiden, damit der Korb eine gewisse Stabilität hat und seine Form gut behält. Und das verlangt natürlich vom Flechter dann schon eine gewisse Kraft in den Fingern, die Weiden zu biegen und also in die Position zu bringen. Beim Staudenhalter fängt Gisela mit den Staken an. Die bilden das Grundgerüst. Um diese Staken werden viele weitere Weiden geflochten. Gisela fängt damit der sogenannten Kimme an, ein Dreigeflecht. Das ist der unterste Rand. Der gibt dem Staudenhalter eine gewisse Grundstabilität. Wenn dann die Kimme an dem Staudenhalter dran ist, dann kommt die Schicht, nennt sich das dann. Und die Schicht wird dann auch mit der Weide eingeleckt. Da kriegt dann jeder Zwischenraum zwischen den Staken, kriegt dann eine Weide zugeordnet und die wird dann um die Staken rumgeschlungen. Genau. Und das ist dann die Schicht und zum Abschluss kommt dann nochmal eine runde Kimme hin, einfach um oben nochmal Stabilität dem Ganzen zum Geben. Das Weidenflechten ist für Gisela ein Hobby, dem sie mit viel Leidenschaft nachgeht. Sie spricht von einem sehr zeitaufwendigen Hobby. Das Flechten der Weiden ist für sie wie eine Meditation, erzählt sie uns. Tatsächlich so, wenn man flechtet, man muss sich da so konzentrieren auf dieses Webmuster, auf die Abläufe. Und wenn man da nicht 100% bei der Sache ist, dann zack, bist du draußen und dann hast du irgendeinen Fehler geflochten. Und das ist wirklich so, das hat dann ganz viel mit Zählen zu tun und mit Anordnen und schauen, dass die Staken gerade sind, dass wieder alles gleich ziehe. Und das ist tatsächlich so, dass das, ich sage mal, das ist wie Meditieren ist das. Wenn man ganz bei sich ist und guckt, dass man, was man macht, einfach gut macht, ordentlich macht und das bringt einen total runter. Die einen machen Yoga, andere gehen joggen, Gisela flechtet die Weiden. Hauptsache ein Ausgleich zum Alltag. Giselas Flechtwerke findet man meistens auf Märkten oder auf Nachfrage. In den vergangenen 2 Jahren gab es kaum Möglichkeiten für sie, die Sachen an den Mann zu bringen. Diese Zeit hat sie dann genutzt, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und neue Ideen zu entwickeln.